Und die Mutter guckt so, oh mein Gott, Gerda ist schwanger. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum großen Finale von Die Bachelorette. Woohoo! Ja, es tut mir sehr leid, dass ich letzte Woche das Video nicht hochgeladen habe von der 7. Folge. Sie war jetzt auch nicht so krass spannend bis auf das Ende, weil meine Videodatei war irgendwie kaputt, als ich komplett fertig war mit dem Video und dann ging gar nichts mehr und es war alles kaputt und da hatte ich keinen Bock mehr, das zu machen und habe gedacht, das kann ich auch im nächsten Video einfach kurz zusammenfassen, was da passiert ist innerhalb von 20 Sekunden, aber so viel war es nicht. Und ja, jetzt gerade eben habe ich das Video schon mal komplett abgedreht und dann gemerkt, dass ich die Kamera nicht an hatte und 30 Minuten lang mit einer Wand geredet habe. Amazing. Ja, tatsächlich möchte ich noch kurz auf letzte Woche eingehen, weil da war ja ein großer Cliffhanger. Nimmt Tim die Rose an oder nicht? Aber gehen wir noch kurz zu den Dream Dates, wo es natürlich auch noch ganz kurz um Marco geht und um seine Gefühle, die er langsam für Gerda hat. Man merkt ja schon, dass wir hin und weg sind oder dass ich zumindest wirklich anfange, Gerda zu lieben. Und Gerda hat gar kein Interesse an Markus, wenn sie sich nur denkt, ja, das ist okay, der kann doch dabei bleiben, weil man braucht ja drei Leute. Schön. Ja, aber dann gab es bei diesen Dream Dates, die eigentlich gar nicht mehr so spannend waren, auch gar nicht zum Spannen, zum Zugucken waren, die Nacht der Rosen danach und Kino in Rose halten. Und dann kam die Situation mit Tim. Die war ungefähr so. Es war von Anfang an für mich was Besonderes und deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Oh mein Gott, Tim hatte gezögert. Weißt du, nur ein leichtes M und alle wissen so, oh mein Gott, was passiert hier? Und die ganze Welt, okay, niemand, ein paar RTL-Zuschauer, haben sich gefragt, was passiert da? Ich habe mich irgendwie nicht gefragt, weil das so spannend war es jetzt auch nicht, ne? Oder möchtest du nochmal kurz mit mir unter vier Augen reden? Ja, was für ein super günstiger Zeitpunkt das auch war, ne? Nach der Rosen, Marco steht da so, ich wurde gerade gekorbt, weil es gibt nur zwei Rosen und Tim soll die zweite bekommen. Und jetzt geht Gerda mit Tim auch noch weg, um ihn zu überreden, diese Rose zu nehmen. Und er steht da so, ich liebe diese Frau, glaube ich, ein bisschen oder bin verliebt oder whatever. Und sie geht einfach weg mit einem anderen Typen. Geil. Das ist richtig schön. Das muss ein tolles Gefühl für Marco sein. Doch jetzt kommt die Fortsetzung. Trommelwirbel bitte. Ich dachte mir, dass so der Punkt gekommen war, wo ich wirklich das erste Mal gesagt habe oder gedacht habe, ich schaff's nicht, dich für mich zu gewinnen. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass der Weg halt jetzt für mich zu Ende ist. Und so schnell ging es dann auch. Tim geht. Wie unangenehm. Heißt es jetzt, dass Marco dann jetzt die andere Rose bekommt? Gerda geht zurück. Hey, ich habe hier ja noch eine Rose. Marco, wie wär's mit dir, damit du im Finale rausfliegen kannst? Ja. Also ich fühle mich auch ein bisschen. Wie soll ich mich jetzt fühlen? Ja, das ist jetzt auch die Frage. Wie soll sich Marco fühlen? Kriegt er die Rose? Wurde er jetzt hart gekorbt? Was passiert da? Das war ein überraschender Abend für mich. Und von dir muss ich mich leider jetzt verabschieden. Okay, Marco kriegt die Rose nicht, sondern Tim hätte sie bekommen und geht. Marco geht, es bleibt nur noch Kino übrig. Und beim großen Finale stellt sich dann die Frage, gibt Gerda Kino die letzte Rose oder will sie ihn doch plötzlich gar nicht mehr haben und nimmt Kino diese Rose an? Und diese Frage klären wir heute. Wow. Ich hoffe nur nicht, dass es jetzt irgendwie was beeinflussen wird im Finale, dass sie sich jetzt quasi für mich entscheidet, nur weil er nicht mehr da ist, sag ich mal. Ach Kino, die hätte ich doch sowieso genommen. Also ja, Tim war schon ein guter Konkurrent noch, aber komm, es war doch alles perfekt bei eurem Dream Date, haben die gesagt, beide. Ja, amazing. Und nach dieser spannenden Nacht der Rosen geht es dann auch zum Mother Date. Und zwar lernt Kino die Mutter von Gerda kennen. Auf so einem komischen Feld, wo ein paar Bänke rumstehen und sie sich nett unterhalten können. Und naja, Gerda muss natürlich die Mutter kurz noch darauf vorbereiten, was jetzt passiert. Nee, das Finale war ja noch nicht. Das Finale war noch nicht. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin auch gespannt. Ich bin irgendwie nicht gespannt. So gar nicht. Es ist etwas passiert, womit wir alle nicht so richtig gerechnet haben. Und die Mutter guckt so, oh mein Gott, Gerda ist schwanger. Ja, das ist jetzt auch eine sehr ungünstige Einleitung gewesen für dieses Szenario, oder? Aber naja, ist halt Gerda, ne? Tim sollte eigentlich auch eine Rose bekommen, aber er ist dann freiwillig gegangen. Oh, dieses Lächeln von der Mutter. Doch nicht schwanger, alles gut. Stell dir mal vor, wie witzig das wäre bei der Bachelorette, wenn du da rauskommst und sagst, ja, Mom, ich habe jetzt Kino genommen, weil da hat mir ein Baby gemacht. Oder was noch witziger gewesen wäre, ja, ich habe Kino genommen, obwohl mir Tim ein Baby gemacht hat. Ich habe früher zu viel Familienbrennpunkt oder so ein Scheiß für sowas geguckt. Oh mein Gott. Wir sind ja alle hier mit dem Herzen dabei. Und ich wollte ihn nicht überreden, zu sagen, hey, bleib doch noch hier und mach trotzdem noch das Finale. Ja, wir sind nämlich alle mit dem Herzen dabei. Das ist nicht für unsere Instagram-Fame, sondern wir sind mit dem Herzen dabei. Who glaubt es? Niemand glaubt das, oder?
Gerda sagt das, die wiederholt es auch jedes Mal, dass alle nach Liebe suchen. Alle wiederholen das da, als ob die dafür nochmal extra Cash bekommen. Er sagt nochmal, dass es um Liebe hier geht. Naja, und dann kommt es natürlich zur perfektesten Überleitung, die gar nicht von der Regie vorgeschrieben wurde, von der Mutter aus. Könnte ich dich unter vier Augen Gespräch? Ja, gerne. Machen wir. Vier Augen Gespräch, wir jetzt. Und warum mache ich das auszusehen nach? Das ist so gemein, glaube ich, wenn man so einen Akzent nachmacht, oder? Aber ja, jetzt reden Kien und die Mutter erst miteinander. Und es geht los. Tja, sie hat mich dann nochmal mit zur Seite genommen. Man ist dann ja auch so ein bisschen nervös. Ja, ist ja für mich auch mal die Möglichkeit, dich jetzt mal kennenzulernen. Ich stellte mir da auch ganz vor, die Mutter reißt sie jetzt zur Seite und so, Kino, ich finde dich sofort unsympathisch, du kriegst Gerda nicht, ich werde dich so fertig machen. So direkt die ganze Zeit so nett sitzen, hahaha, und dann Agro-Mutter beim Zwei-Augen-Vier-Augen-Gespräch, you know what I mean. Das wäre witzig. Aber das ist natürlich auch nicht passiert, sie fand Kino super nett. Oh. Kino und meine Mutter waren irgendwann so lange weg, dass ich dachte, okay, die haben so viel Gesprächsstoff, ich bin hier nur noch Deko. Oder plötzlich fangen Kino und Gerdas Mama... Ich habe echt so viel Familienbrennpunkt oder so einen Quatsch geguckt. Ich bin sofort in sowas drin. Da passiert immer irgendwas. Ja, aber nein, es ist nichts passiert. Irgendwann kamen die wieder, haben sich gefreut. Kien und Gerda hatten nochmal so ein Picknick-Date. Wow, damit die Liebe sich verwurzeln kann in der Erde beim Picknick-Date. Wow. Und dann kam es zur großen Nacht der Rose. Weil es ist ja nur noch ein Kino da. Es ist nur noch ein Kino da. Die anderen Kinos sind alle gegangen. Und ja... Wow, wie spannend, aber Gerda musste noch die Bombe vorher platzen lassen. Ja, ich habe mich verliebt. Jetzt habe ich es endlich ausgesprochen, nach 8 Wochen. Endlich hat sie es gesagt, nach 8 Wochen. Hat jemand 8 Wochen darauf jetzt irgendwie gewartet? Ich meine, ja, sie war immer ein bisschen verschlossen und fand alle ganz nett, aber jetzt irgendwie groß interessieren tut es mich auch nicht mehr. Entweder nimmt die Rose an oder lehnt die Rose ab. 8 Wochen Bachelorette gucken und Gerda erklärt nochmal die Regeln. Entweder er nimmt die Rose an oder er lehnt sie ab. Wow! So geht Bachelorette und es ist spannend bis zum Schluss. Nimmt Keno die Rose oder auch nicht? Was glaubt ihr? Naja, aber jetzt folgt noch ein wundervoller 5-Minuten-Monolog von Gerda für Keno, was sie alles in der vergangenen Zeit erlebt haben. Wirklich schön wird das, tränenreich. Ich hab's mal ein bisschen verkürzt, weil es sonst ewig dauert. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, hätte ich niemals damit gerechnet. Dass es Kino wird. Sie hätte niemals damit gerechnet, dass es Kino wird. Wow, das ist eine wundervoll romantische Einleitung für Ich liebe dich, oder? Für wow. Ich habe niemals gedacht, dass du es wirst, weil ich dich gesehen habe, habe ich mir so gedacht, no, not him. Ja, toll. Habe dann festgestellt, dass mein Herz sich schon längst für dich entschieden hatte. Hä? Ich dachte, die Entscheidung war immer voll schwer zwischen Tim und Kino und sie hat sich schon längst für Kino immer entschieden. Das hat sie dann irgendwann festgestellt, dass, obwohl das haben wir auch alle gewusst, aber ach komm. Möchtest du? Du machst es mir echt schwer. Dich jetzt richtig hart zu korben, aber ich mach's trotzdem. Wäre auch wieder richtig cool. Passiert trotzdem nicht. Weil wir wissen alle, was jetzt passiert und das passiert. So lange vor dir zu stehen und dich nicht zu küssen. Oh. Amazing. Ja, die beiden haben sich gefunden, sie lieben sich. Lieben sich 2-3 Wochen. Irgendwann kommt die Nachricht, Gerda und Kino haben Schluss gemacht wahrscheinlich. Oder haben schon lange Schluss gemacht, bevor es ausgestrahlt wurde. Was auch immer, irgendwie sowas wird passieren. Und naja, das war es dann auch schon mit der Bachelorette. Es war okay. Es hätte besser sein können, es hätte schlechter sein können. Oggi war witzig, Harald war witzig, Andreas war manchmal witzig. Alles war da manchmal ein bisschen witzig, Gerd war ein bisschen manchmal gemein. Gerd hatte einen hohen Männerverschleiß, habe ich das Gefühl. Also es sind ja einige freiwillig gegangen, manche sind ja wirklich freiwillig gegangen. Es gehen eigentlich so oft bei Bachelorette oder Bachelor-Leute freiwillig. Ich weiß es gar nicht, ich gucke sowas ja nicht wirklich häufig. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, ob immer alle wegrennen, weil irgendwie sind bei jeder so 6 oder 7 Leute abgehauen von 20. Selbst der Ersatzkandidat ist abgehauen. Wohl, ja, aber ne? Ja, egal. Fandet ihr es auch jetzt so herzzerreißend wie ich? Ich denke schon. Also nicht. Und egal. Falls das Video euch gefallen hat, lasst mir gerne unten einen Daumen nach oben da. Oh, Leute, ich bin durch heute. Und ansonsten schreibt mir unten was in die Kommentare. Oder abonniert mich, wenn ihr mich geil fandet. Da, ich kann das heute so gar nicht. Da und da gibt es noch andere Videos von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.